Genau. Sag mal, glaubst du das wirklich? Und jetzt? Jetzt sehen wir uns Moissachs Labor an. Ich wusste nicht, dass wir eingeladen sind. Sind wir ja auch nicht. Wir sollten nicht in Moissachs Labor einbrechen. Wüsste ich's nicht besser, würde ich sagen, du hast keine Eier. Aber ich weiß, du meckerst gern. Und das ist der einzige Grund, warum du das sagst. Warum willst du dorthin? Um etwas zu holen. Die Maske von Ouroboros. Wir brauchen sie und müssen sie stehlen. Stimmt, natürlich. Komm, Geralt. Nun erzähl mir, wozu du diese Maske brauchst. Mach ich. Zur rechten Zeit. Und du bestimmst, wann die ist? Genau. Ach, Jennifer. Was machst du jetzt für einen Mist? Psst, wachen! Schnell, hinter den Wandteppich! Spatzen piepsen und Stare zwitschern. Und was machen Dohlen? Dohlen krächzen, Goldfinken trällern und Kraniche rufen, während Pfaue kreischen. Habichte schreien, Lerchen trillern und Tauben gurren. Das sind alle. Was ist mit Nachtigallen? Oh ja, Nachtigallen singen. Das war nah dran. Mhm. Die lässt sich nur schwer öffnen. Immer eine neue Überraschung. Siehst du die Raben? Nicht zu übersehen. Moissachs Spione. Ein Zeichen, dass wir in der Nähe seines Labors sind. Außerdem spüre ich eine magische Aura. Komm, hier ist ein Sims vor dem Fenster. Da müssen wir entlang. Willst du mit deinem Kleid durch das Fenster oder wie? Ich hab schon Hässlicheres gesehen. Geralt von Riva, ein Romantiker. Ich glaube, sie kann sich teleportieren. Wir müssen dann. Ja? Fuchs mich nicht. Geh voran. Ja. Erstaunlich, wie eine Spielerei einen Mann geheimnisvoll und faszinierend macht. Vor allem einen Druiden. Er muss ein echter Naturliebhaber sein. Überall ausgestopfte Tiere. Okay, einmal speichern.
Sieht lebendig aus. Wenn ein Jäger so etwas im Wald sähe, würde er sicher drauf schießen. Große. Wir hatten einen in Kaer Morhen. Ach bitte. Eine Wasserschüssel. Zur Teleprojektion. Eine Spiegelung von Moissac erscheint auf der Oberfläche. Die Bittsteller sprechen zu ihr. Was ist passiert? Ich habe mich geschnitten. Die Tür ist verschlossen. Die Tiere, sie sind lebendig. Jen, pass auf! Monster, ich kann sie spüren. Sie kommen näher. Sie sind überall. Eines weniger. Jens, hier riecht es nach Pilzen. Nein, für mich riecht es nach süßem Gras, das in der Sonne trocknet. Eines weniger. Bärchen. Was ist passiert? Du hast halluziniert. Du bist auf Moissacs Tiere losgestürmt mit dem Schwert. Ich musste dich beruhigen. Das hat sicher seltsam ausgesehen. Die harten Trainingsjahre in Kaer Morhen haben sich endlich ausgezahlt. Du hast hier fast alle ausgestopften Tiere besiegt. Bitte. Gut. Wir haben die Tierpräparationsprüfung bestanden. Die Tür ist auf. Lass uns reingehen, Geralt. Geralt, wirklich da alles hauen? Oh. Ups. Ja. Ich schließe die Tür ab. Wir wollen ja keinen Verdacht erregen. Ah, das Labor unseres Druiden. Lass es uns gründlich durchsuchen. Die Maske von Ouroboros muss hier irgendwo sein. Die wunderbare Welt der Insektoiden. Ritualpflanzen. Ah, was sagt man dazu? Raymond Marleuf, eine erweiterte Biografie. Ein Brief mit Moissacs Siegel an die Druiden. Er warnt sie vor dir. Diese dreiste Manipulantin. Schamloser Intrigant. Die Märchen der Skelliger über die wilde Jagd. Die Inselbewohner glauben, dass die Geister auf einem Langschiff segeln, das aus Nägeln der Toten besteht. Eine Pfeife. Offenbar führt Moissac hier echten Tabak ein. Zwergischer Dreifachmet. Er scheint leichte Kost zu mögen. Die Leiche von Novigrad, von Sascha Haydee. Ein Labor, das eines kaiserlichen Alchemisten würdig wäre.
Eine Ziege aus Lindenholz. Darauf steht, für Onkel Moissac. Eine Schnitzerei der kleinen Ciri. Sie nannte ihn so, als er ihr Lehrer war. Sieht eher aus wie ein Pferd als eine Ziege. Naja. Ein Schwert in einem Stein. Das Ding fleht mich an, es rauszuziehen. Es steckt nicht im Stein, siehst du das nicht? Es steckt nur in einem Schraubstock. Okay. Ist das die Maske oder eine Drogenschläge? Moissacs Stab. Er gehört zu den wenigen Droiden, die einen benutzen. Was ist das? Ein Tannenzapfen? Hätte ich nicht erwartet. Er ist riesig und weiblich. Sieh dir das an. Eine detaillierte Karte der Nordreiche. Sie zeigt sogar die Einflussgebiete im Lauf der Jahrhunderte. Jetzt schon veraltet. Ein Kinderschädel? Okay, ein Kinderschädel. Sieht aus, als würde Moissac etwas in die Hand der Statue legen. Der Schädel? Was könnte auch der Met sein? Wie wäre es mit einem Becher Met? Statue oder nicht, jeder hat mal Durst. Scheint zu passen. Wer hätte das gedacht? Moissac liebt Späße auf Kosten anderer. Ich habe den leisen Verdacht, dass wir die Maske hier finden. Geralt, komm her! Ich habe die Maske gefunden! Ein Erdgenius. Schön. Endlich. Wir haben sie. Wir müssen schnell zum Fest zurück, bevor... Vorsicht! Kätzchen. Du hast dich mit der falschen Zange fallen lassen. Aua, au. Geralt, hast du das gehört? Gerochen. Gas, das Gitter ist noch zu. Wir müssen uns was einfallen lassen. Der verdammte Droide vergiftet uns. Diese Dämpfe sind tödlich. Wir haben nur ein paar Minuten. Teleportiere uns hier weg. Denk dir was aus, schnell. Was immer dir einfällt. Halt dich an mir fest. Thank you.
Hört meine Worte. Nichts zeugt von mehr Mut als der Kampf gegen eine von Menschen und Göttern verfluchte Bestie. Es gibt nichts Größeres als den Dienst für die Göttin. Ungewöhnlich schöne Worte. Danke. Wir nehmen sie uns zu Herzen. Und nun fangen wir an. Wir haben Bran ins Jenseits geleitet und müssen nun seinen Nachfolger wählen. Ein König ist weise. Ein König verbreitet Respekt. Ein König hat Eier. Wir haben viele solcher Männer. Mögen jene vortreten, die sich für würdig erachten, Kenniges Thron zu besteigen. Mein Sohn kann heute nicht hier sein. Aber seht seine Axt. Seht seinen Willen. Möge der Beste oder die Beste gewinnen! Was ist nur in sie gefahren? Sie ist deine Tochter, oder etwa nicht? Jetzt verstehe ich, warum sie nach Speaker hoch wollte. Ach, Kinder. Jedes Jahr bereiten sie eine mehr Probleme. Kommt mit. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt reden. Geralt, wie war es, als Ciri langsam zu einer Frau heranwuchs? Ich erinnere mich gut an ihre Großmutter, ihre Mutter, wie sie waren. Es heißt doch, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ciri war nicht zu bändigen. Sie ließ sich nichts vorschreiben. Machte alles so, wie sie es wollte, fast immer. Warum fragst du? Einfach so. Sie und Ceres sind fast gleich alt. Aber über meine Kinder sprechen wir später. Erstmal geht es um deins. Yennefer behauptet, dass Ciri in Schwierigkeiten steckt und ihr sie sucht. Das stimmt. Wenn ich euch helfen kann, mit Gold, Schiffen oder was auch immer, dann sagt's mir. Ich gebe euch, was ich kann. Und ich weiß, dass das Mädel lebt. Wenn das Blut von Rhiannons Töchtern vergossen wird, sind die Meere weiß vor Zorn. So einen Sturm hätte ich bemerkt. Wir brauchen deine Hilfe. Ciri ist vermutlich hierher nach Skellige gekommen. Und hat wahrscheinlich den Kataklysmus an der Küste verursacht, auf den die Droiden sich jetzt so konzentrieren. Moissac lässt uns den Schauplatz nicht erkunden. Vor allem mich nicht. Wir haben gekämpft. Wir sind keine Freunde mehr. Mach dir um ihn keine Sorgen. Droiden vertrauen Magier nicht. Aber Moissac hat sein Herz am rechten Fleck. Ich nehme an, er weiß nicht, dass ihr Ciri sucht. Das geht ihn nichts an. Hab ich mir gedacht. Jedenfalls ist Arzkellig meine Insel und ihr habt meine Erlaubnisse zu erforschen, wie ihr nur wollt. Danke. Das ist nicht nötig. Ich habe einst einen Schwur geleistet. Den möchte ich halten. Arnwald! Sag dem Druiden, dass ich ihn sprechen muss. Am üblichen Treffpunkt. Ich möchte noch eine Sache ansprechen. Diesmal geht es um meine Kinder.
Erinnerst du dich an Hjalmar? Er hat geschworen, den Riesen von Undvik zu töten. Er ist losgezogen und noch nicht zurückgekehrt. Während Ceres ihr eigenes Abenteuer angekündigt hat. Sie hat die fixe Idee, dass Udalric nicht verrückt, sondern verflucht ist. Riesen? Die sind doch schon längst ausgestorben. Hat wirklich jemand einen Riesen auf Undvik gesehen? Ja, viele der Flüchtlinge. Der Riese hat alle von der Insel vertrieben. Ich habe die Überlebenden des Tordaroch-Clans hier auf Arzkellig aufgenommen. Ich habe ein Gerücht gehört, dass auf Undvik ein unnatürlicher Frost herrschte, bevor der Riese kam. Das stimmt. Hjalmar wollte den Riesen töten, um die Insel wieder ihren Bewohnern zurückzugeben. Eine Tat, die eines Königs würdig ist, so glaubt er. Mein Sohn hat in Neuhafen einen ordentlichen Trupp zusammengestellt. Sie wollten nach Undvik segeln und von dort zum Dorf Urska ziehen. Aber so viele Männer hätten den Riesen doch schon längst erledigt haben müssen. Deshalb wollte ich dich bitten. Du solltest in Neuhafen anfangen und dich da umhören. Vielleicht hat Hjalmar seine Pläne da jemandem mitgeteilt. Ich nehme an, Ceres will den Fluch brechen. Es gibt keinen Fluch. Ceres möchte Hjalmar nacheifern und eine Tat begehen, die einer Königin würdig ist. Denkst du, dass ihr meine Hilfe braucht? Du wolltest mich darum bitten. Warum? Die Sache ist die. Ich traue Udalric nicht weiter, als ich spucken kann. Ceres hört weder auf mich noch auf ihren Bruder. Doch wenn ihr ein Experte erklärt, dass sie sich irrt, wird sie vielleicht einsichtig. Also, ja, ich bitte dich darum, ihr die Sache zu erklären und sie zurückzuholen. Auf einen der beiden entscheiden. Ich helfe erstmal der Tochter und dem Sohn. Ich frage mich, hast du keine eigenen Pläne für die Krone? Ich denke, dass dich viele Jarls unterstützen würden. Viele? Der Widerstand wäre heftig und erbittert. Lugos der Irre würde eher eine Nilfgaarder auf dem Thron sehen wollen. Außerdem muss ein Mann wissen, wann er zur Seite treten und der Jugend das Ruder überlassen sollte. Ich weiß schon, wem. Sie hat es verdient, die Ceres. Wenn Hjalmar oder Ceres Hilfe brauchen, werde ich ihnen helfen. Ich danke dir. Da jetzt alles besprochen ist, sollten wir anfangen. Wir müssen herausfinden, ob Ciri noch immer auf Arzkellig ist. Ich mache mich reisefertig und komme dann zu dir. Fahr nach Süden. Die Anomalie, die wir untersuchen sollen, hat einen Teil des Waldes am Ufer der Bucht zerstört. Es war wirklich ein sehr erfolgreiches Fest, Krach. Wir sehen uns später. Gerne hier Ceres helfen. Wo ist sie denn? Wo ist die denn? Das ist doch ganz oben auf der Insel. Dann helfen wir doch beim nächsten Mal Ceres, würde ich sagen. Ja, meistens in der Arena. Ja, genau, die Arena habe ich auch fertig. Wir helfen an Ceres erstmal. Und dann ihrem Bruder und dann machen wir die Hauptquest weiter.